Hallo, ich wollte euch mal meine Manga-Sammlung vorstellen. Und ja, ich habe in den letzten paar Tagen auf YouTube ganz viele eurer Videos angeguckt und habe auch fleißig meine Manga-Sammlung aufgestockt und wollte euch jetzt mal meine zeigen. Und da fangen wir mal an mit Inuyasha. Habe ich leider nicht komplett. Vielleicht werde ich das irgendwann mal fortsetzen, weiß ich noch nicht. Hier ist einmal Cardcaptor Sakura. Auch toll. Einmal geht's runter zu Arina Tanemura. Ja, ich habe ein Autogramm. Ich glaube, das war auf der Animagic 2009. Da habe ich sie auf dem Gelände getroffen, weil man musste ja echt wahnsinnig schnell sein, wenn man echt ein Autogramm von ihr so erhaschen wollte. Und das habe ich leider nicht geschafft. Aber ich habe sie noch getroffen auf dem Gelände und dann hat sie mir ein Autogramm in Ion gegeben, weil sie hat auch echt nur in ihre neuen Werke sonst signiert, wenn man sich angestellt hat. Was ich schade finde, das Buch hat leider gelitten auf der Reise. Aber ich habe immerhin ein Autogramm. Ja, hier geht es einmal weiter mit Full Moon im Schuhe. Dann einmal John, da fehlt mir Band 7. Time Stranger Kyoko. Princess Princess, da fehlt mir glaube ich auch ein Band, wenn ich mich richtig entsinne. Hier ist meine Detektiv Conan-Reihe. Detektiv Conan ist toll. So, schwupp. Und hier geht sie weiter. Ja. Es fehlt Band 71. Das ist mir jetzt mal so vor kurzem aufgefallen und ich weiß nicht wieso. Ich bin eigentlich fest davon überzeugt, dass ich 71 gelesen habe, weil ich genau wusste, wie es weitergehen soll in 72. Aber es ist einfach nicht auffindbar. Man weiß es nicht. Ja, dann gehen wir mal hier weiter. Die daher waren auch sehr toll. Und ja. Dann ist hier einmal Bibliothek Mystica, der erste Band. War hammermäßig, fand ich. Ich wollte unbedingt wissen, wie es weitergeht. Der zweite war am Anfang noch ganz nett und wurde dann aber, fand ich, ein bisschen langweilig und ich wusste gar nicht, ob ich mir den dritten noch holen soll. Ich habe ihn mir gekauft und ja, er war ziemlich gut. Jetzt habe ich nur die Befürchtung, dass der vierte wieder langweilig werden wird. Naja, hier ist einmal Seven Ghost. Und hier ist XXMe. Das haben ja, da haben so viele von geschwärmt. Ich habe es mir geholt und es ist toll. Es ist wahnsinnig toll. Ja. So, hier ist das Neue von ihr, Kamikami Kakeshi von Ema Toyama. Sie hat auch, ne, XXMe gezeichnet. Auch ganz gut, finde ich. Werde ich wohl weiter verfolgen. Und hier ist einmal Liebeslügen. Bin ich nicht auf dem aktuellen Stand, leider. Werde ich wohl nachholen. Und dann gehen wir mal weiter zu Love Decay oder El Herzchen DK. Keine Ahnung. Auch eine tolle Reihe, muss ich sagen. Finde ich sehr toll. Auch sehr toll gezeichnet. Ja. So, und hier sind so ein paar abgeschlossene Sachen. Sora Lock fand ich verdammt gut und finde es eigentlich schade, dass es schon in 4 Bänden abgeschlossen ist. Naja, man kann nicht alles haben. Ja, hier ist einmal Für immer mein und Sixteen's Life von Saiki Aikawa. Ich mag ihren Zeichenstil. Ich mag das. Ich finde das total toll. So. Einmal Love Celeb und da ist I Am No Angel. Yubi Saki Miltea. Das habe ich sehr selten gesehen in irgendwelchen Videos, was ich auf eine Art und Weise sehr schade finde, denn die Zeichnungen sind zwar anders, aber ich mag das. Ich finde es total toll. Ich liebe diese Zeichnungen. Ich mag's. Ich find's total toll.
Die Story war auch richtig gut. Also, ich mag es. So, dann kommen wir hier mal weiter zu. Moment. Akihabara Shoyo oder so ähnlich. Fand ich, war sehr gut. War eine tolle Reihe. Ja. C-Max. Imadoki war auch sehr süß. K2. Das hier war ein Einzelband. Das war auch sehr toll, fand ich. Dann ist hier Kiss und Hot Rumors. Dann geht das hier runter zu ein bisschen Beuschlaf. Tüdüm. Ja. Und hier unten sind dann nochmal zwei. Bei Mama Cole fehlt mir der vierte Band. Ich habe ihn gelesen bei einer Freundin, also ich weiß, wie es ausgeht. Wahrscheinlich werde ich ihn mir irgendwann nochmal kaufen, damit die Reihe komplett ist und da nicht so rum, so angefangen rumsteht, rumliegt. Dann sind hier nochmal so ein paar vereinzelte. Den fand ich auch gut. Das war auch ein Einzelband. Fand ich nett. Den habe ich mir mal so zwischendurch gekauft. Und ich war, doch, ich fand ihn gut. Ich fand ihn toll. Ja, das war mein Eggman-Regal. Übrigens, falls es keinem aufgefallen ist. Und dann gehen wir mal weiter zu Tokyo Pop. Einmal hier unten. Ja, ein paar Einzelbände und ein bisschen was von Hinako Takanaga. Ich mag die. Hier ist noch so ein bisschen was. Ja. Das war echt, das war ein sehr tolles Einzelband. Ich wusste erst nicht, ob ich es mir kaufen soll, habe es mir dann doch noch geholt, weil ich brauchte noch mal wieder was zum Lesen und dann habe ich es mir gekauft, so ganz spontan. Und es war so verdammt gut. Ich fand das richtig toll. Ja, was wahrscheinlich auch jeder, der sowas liest, im Regal stehen hat, ist Only the Flower Knows. Ich liebe die Zeichnungen. Ich finde es total toll. Die Geschichte ist wahnsinnig süß. Ja, ich mag's. Ich glaube, 7 Days ist auch von demselben Zeichner, Zeichnerin, keine Ahnung. Das werde ich mir auf jeden Fall nochmal nachkaufen. Muss sein. Ja, dann geht's hier weiter mit Bluefront. Und dahinter ist einmal Dear Greyman. Der erste Band ist momentan gerade verliehen. Und ja, hier geht's weiter mit Crazy Little Cactus und dahinter steht Shinshin-Don Mike Cross und Cherry Juice. Und dann geht's hier oben weiter mit Stardust Wink. Da drüber ist Blau wie Himmelmeer und Liebe. Der Titel hat mir so gut gefallen, dass ich mir den ersten Band einfach gekauft habe, bis ich dann zu Hause gesehen habe, dass es von Kazuo Shiba ist und die Zeichnungen halt dementsprechend toll sind. Und die Story ist so wahnsinnig süß. Und deswegen wird es auf jeden Fall weitergesammelt. Hier vorne ist einmal Crash. Ich glaube, es ist nicht der aktuelle Stand. Ich glaube, wir sind schon bei Band 7 oder Band 8. Ich weiß es nicht. Muss ich auch mal ändern. Hier ist einmal Rock in Heaven. Und hier ist Love Fighter. Das ist jetzt vor kurzem, glaube ich, rausgekommen. Ich glaube, letzten Monat. Fand ich ganz nett, obwohl ich sagen muss, man weiß, glaube ich, nach dem ersten Band weiß man schon, wie es enden wird. Aber doch ganz gut. So, wer das hier nicht in seinem Regal stehen hat, sollte sich schämen. Dengeki Daisy. Ich mag es. Es ist so wahnsinnig toll. Es ist so toll. Ich liebe Kurosaki. Und ich finde, die Geschichte entwickelt sich immer so, wie ich es nicht immer erwarte. Es bleibt immer spannend. Ich habe eigentlich gedacht, dass es mit 10 Wänden abgeschlossen ist. Ist es aber nicht. Das geht noch weiter. Aber okay. Gut. Dann kommt hier oben meine Bleach-Reihe. Ich liebe Bleach. Bleach ist toll.
Ich habe noch ein paar Lücken. Band 35 fehlt und Band 40 bis 45 fehlt. Aber ansonsten bin ich auf dem aktuellen Stand. Aber Bleach ist verdammt toll. Ja, dann geht es hier oben weiter mit Detektiv Yakumo. Und da habe ich in ganz vielen Videos gehört, dass das ganz viele nicht so toll finden. Was ich nicht verstehen kann. Denn die Zeichnungen, finde ich, sind der absolute Hammer. Die Story ist toll. Und ich mag das. Warum? Ich verstehe es nicht. Ich find's toll. Dann geht es hier oben weiter mit Bloodlet und Busuu Rankin. Das ist schon etwas älter. Und dann wieder etwas, was wahrscheinlich jeder im Regal hat. Death Note. Auch eine tolle Reihe natürlich. Und was ich mir auch noch vor kurzem gekauft habe, weil ich nichts mehr zum Lesen hatte, ist dieses nette Einzelband. Ja. Ich weiß gar nicht so genau, was ich dazu sagen soll, weil es war ein Spontankauf. Ich brauchte was zum Lesen und es war nett. Ja, doch, ich glaube, das beschreibt es ganz gut. Okay, dann gehen wir mal weiter zu Carlsen. Hier ist einmal den Angel. Da habe ich auch zwei japanische Bände. Auch eine tolle Reihe. Dann ist hier einmal K-On! Eine Yui-Figur. Ich mag Yui. Yui ist toll. Hier unten ist Fairy Tail. Habe ich erst vor kurz, also habe ich noch nicht lange diese Reihe hier. Habe ich auch schon angefangen zu gucken. Allerdings bin ich erst bei Folge 69 oder so. Also ich hinke wahnsinnig hinterher. Aber ich mag auf jeden Fall Loki, Girardot und Gray. Juvia finde ich auch ganz nett, also ist echt toll. Ja, dann geht es hier weiter mit Doped und Juge. Ich glaube, da ist schon der dritte Band draußen, aber das habe ich irgendwie verschlafen. Ich weiß auch nicht. So, dann geht es hier weiter mit Black Butler. Ja, ich habe nur sechs Bände. Warum habe ich nur sechs Bände? Weil, ich glaube, es gibt mittlerweile schon 12. Ich habe die Serie komplett geguckt und ich weiß nicht, ob ich ihn wirklich bis zum Schluss zu Ende sammeln will. Ja. Hier geht es weiter mit Pandora Hearts. Pandora Hearts ist wahnsinnig toll. Ich mag die Story, ich mag die Zeichnungen, ich mag eigentlich alles. Und Gilbert ist mein absoluter Favorit. So, was ich euch noch allen ans Herz legen will, das habe ich mir vor 2 Tagen, kann das sein, gekauft und ich finde es total toll. Ich habe erst ein Band, ich glaube, sechs sind schon draußen von Devon's Devil. Und die Story ist echt genial. Und die Zeichnungen können sich auch sehen lassen. Also es ist echt wahnsinnig toll. Also unbedingt.